Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witcher 3. Ich habe mir gedacht, ich starte heute mal wieder hier vom Titelbildschirm, damit wir eine kleine Rückblende sehen von dem, was schon passiert ist, zur Erinnerungsauffrischung. Also, viel Spaß. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. So, das war's auch schon. Und da wir momentan keine handfesten Anhaltspunkte haben, wo sich Yennefer aufhält, kümmern wir uns jetzt erstmal um den Greifen, der diese Gegend unsicher macht. Wir haben im Grunde nur nach einem Auftraggeber gesucht, der uns dafür auch bezahlt. Und den finden wir wahrscheinlich hier im Lager der nilfgaardischen Eroberer. Seid ihr Nilf? Ja, okay. Dann passt schon. Gut, dann gehen wir mal hoch zum Obermotzo. Witz. Mhm, so heißt der Obermotzowitz. Ich werde dich auspeitschen. Warum? Warum will der mich auspeitschen? Ich habe überhaupt nichts getan. Ich gehe hier nur gemütlich durch das Lager und suche nach eurem Chef. Ach, der ist da hinten. Okay, doof von mir. Ah, komm mal her. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? Ich hätte gern, dass er meine Rüstung repariert. Ich weiß nicht mehr, wie das geht in dem Spiel, ehrlich gesagt. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Okay, hier kann ich ihm im Grunde meine Rezepte anfertigen lassen. Okay, ich verstehe schon Tutorial, danke. Aber das will ich ja eigentlich überhaupt nicht. Wobei, wenn wir schon hier sind, schaue ich vielleicht mal ein bisschen. Zum Beispiel hier dieses Vipernstahlschwert kann man tatsächlich herstellen. Das machen wir nämlich. Das kann ich mir gerade noch so leisten. Aber wirklich gerade noch so. Jetzt bin ich ziemlich pleite. Okay, vielen Dank. Aber wie viel kostet jetzt reparieren? Das ist, was ich ausgerüstet habe. Gut, das Stahlschwert kommt jetzt sowieso weg. Ah, aber das ist mein Silberschwert. Ah, das hätte ich schon gern repariert, aber das geht leider nicht. Kann ich mir nicht mehr leisten. Tja, aber wenn wir schon dabei sind, wollen wir nicht handeln ein bisschen? Ich hätte nämlich einiges an Schwerterzeug, das ich jetzt nicht mehr brauche. Angefangen bei dem, eigentlich alles ab jetzt so. Ja, der hat doch ordentlich Kohle, der Kerl. Da können wir jetzt mal ein bisschen verkaufen und reich werden. Vielleicht ist reich ein bisschen übertrieben, aber ein paar... wie heißt die Währung hier eigentlich? Ein paar Goldmünzen werden wir schon dafür kriegen. Moment, die wäre besser gewesen als die ich anhab. Naja, jetzt ist sie weg. Was weg ist, ist weg. Wegen den zwei Punkten mache ich mich jetzt nicht verrückt. Den zwei Rüstungspunkten. Das passt schon. Okay, weg damit. Moment, jetzt habe ich die Witcher-Hosen verkauft. Die wollte ich doch eigentlich aufheben. Gibt's überhaupt Witcher-Hosen? Wie heißt denn die? Kaer Morena-Rüstung. Die hätte ich gern auch... Also ich hätte auch gern die Hosen davon. Ach, jetzt lass mich Tutorial. Du bist zu gemein. Darum geht mir das Tutorial auf die Nerven. So, wo kann ich denn meine Sachen wieder zurückkaufen, die ich ihm gerade verkauft habe? Ah, das hier sind meine Hosen. Aber ich habe gar keine Hose passend zu dieser Rüstung. Insofern passt das, glaube ich, schon. Ich wollte die nämlich aufheben, aber ist schon okay. Ist schon okay. Na gut, und jetzt habe ich genug Geld, lieber Handwerker, dass du mir vielleicht bitte doch mein Zeugs reparierst. Und zwar hier das Silberschwert auf jeden Fall. Und wenn wir schon dabei sind, auch gleich alles andere. Ah ja, komm, die reparieren wir auch gleich. Und unsere schönen Hosen und unsere Handschuhe. Das Schwert muss man nicht mehr reparieren, das kommt gleich weg. Okay, eine Verbesserung entfernen kann man auch. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Von dem Gegenstand entfernen. Beachte jedoch, dass Verbesserungen und Runensteine beim Entfernen zerstört werden. Warte mal, Verbesserung und Runenstein werden zerstört?
Warum sollte ich das dann machen, wenn beides zerstört wird? Was? Okay. Wenn du einen Gegenstand auswählst, Verbesserung der Ausrüstung ist... Achtung! Wenn du deine Auswahl bestätigst, werden alle Verbesserungen von diesem Gegenstand entfernt. Kosten der Entfernung sind relativ gering. Wir müssen das jetzt einfach mal testen, weil ich finde das sehr komisch. Ich mache das jetzt. Diese Verbesserung wird dadurch zerstört. Nee. Ach, komm, dann lassen wir das. Bis dann. Bis dann. So, los geht's. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Captain Obvious ist wieder unterwegs. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Tumira und Mislav. Danke. Esso und Jagden. Okay, gut. Dann gehen wir da mal hin. Ich bin noch so nett und mache ihm ein bisschen Licht, damit er was sieht auf seinen Karten. Und dann gehen wir.
Er lacht auch mit. Er findet es auch lustig. Yay, immerhin zwei. Immerhin ich und der NPC finden das lustig. Okay, los geht's. Auf zu der Kräuterfrau und dem anderen. Moment, ich renne einfach jetzt mal blind dem Weg nach. Ich weiß gar nicht, wo mich der jetzt hinführt, aber irgendwo wird er mich schon hinführen. Wo plötzlich mir herkommt, der hat anscheinend im Wasser auf mich gewartet. Wahrscheinlich ist der in Wirklichkeit ein Wasser-Vibe. Eine Wasserstute. Okay, los geht's. Plötze ist eins der coolsten Pferde in der Videospielgeschichte. Epona und Plötze. Mir fällt jetzt sonst kein cooles anderes Pferd ein. Kennt ihr ein anderes Pferd außer Epona und Plötze? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann werde ich mir das genauer ansehen. Halt mal! Da ist irgendwas. Irgendeine Quest. Ich muss da mal kurz hinschauen. Du wartest hier, Plötze. Bin schon hier. Was gibt's? Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Okay. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Okay, das machen wir. Das ist okay. Das ist cool. Kostbare Fracht. Setze deine Hexensinne ein, um herauszufinden, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Machen wir. Ich höre da hinten verdächtige Geräusche. Ah, da sind wir schon. Hier haben wir auch schon was. Sie führen in den Sumpf. Okay, in den Sumpf. Der Sumpf ist echt scheiße. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Sumpf. Aber hier enden die Wagenspuren. Ich muss tiefer in den Sumpf. Ich sehe schon ein paar Ertrunkene hier rumgurken. Ist das irgendeine Maschine oder Katapulten, Mini-Katapult-Dingens? Was weiß ich, überall Sprengfässer. Der Wind heult auch noch, okay, alles klar. Ah, da haben wir ein totes Pferd. Moment mal. Okay, erstmal müssen wir uns, glaube ich, um den Ertrunkenen kümmern, oder? Nee, der geht weg, gut. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Habe ich mir auch gedacht, als ich das Pferd gesehen habe, dass da was nicht stimmt. Weil Monster schießen normalerweise eher nicht mit Pfeilen auf einen. Nanu? Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Tja. Vielleicht hätte er mal besser nicht einen Witcher anlügen sollen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Wahrscheinlich wollte er den Kaufmann überfallen, hat die Pfeile geschossen und wollte den plündern, aber jetzt ist der mit der ganzen Fracht in den Sumpf und jetzt denkt er sich so, what? Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Okay, dann gehen wir mal zurück und stellen den. Au, Bienen! Au, Bienen! Nehmt das, Bienen! Ich konnte das doch gerade noch looten, oder? Jetzt nicht mehr, weil ich es angezündet habe. Ah doch, hier. Honigwaben. Nom 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 nom. Die sind köstlich. Ja, die heilen wirklich Energie. Insofern sind die echt nützlich. Honigwaben, wie das duftet. Und außerdem kann man sich bestimmt damit heilen. Was rede ich denn da? Das habe ich als erstes schon gesagt. Nein, ich wollte sagen, und außerdem
Braucht man die bestimmt auch für irgendwelche Rezepte. So, Kaufmann unter ganz dicken Anführungsstrichen. Jetzt erzähl mir mal, was wirklich los ist. Mit deinem unauffälligen Bogen auf dem Rücken hast du nicht zufällig Pfeile geschossen, oder? Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört, wie ich dein Herz höre, das klopft, wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Gibt es jetzt eine Verfolgungsjagd? Ich glaube, ehrlich gesagt, die Quest kenne ich nicht. Ich glaube, ich habe die nie gemacht. So, Plötze, zu mir! Plötze, wo bist du denn? Wir müssen den aufhalten. Wachen! Haltet ihn! Warum hält ihn denn keiner? Naja, wir kriegen den, glaube ich, schon. Wir sind immerhin ein Hexer. Und Plötze ist das schnellste Pferd im Westen. So, Kaufmann. Ich glaube, ich habe ein paar Zivilisten geschlagen. Entschuldigung. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Na gut, also Witcher sind neutral, das heißt, ich mische mich grundsätzlich nicht ein. Aber was, oh, soll ich mich denn hier jetzt entscheiden, Mensch? Das ist echt schwierig. Weil ich meine, die Nilfgaarden können die Medikamente mindestens genauso gut brauchen. Also könnte ich sie beiden geben. Ich könnte sie auch für mich behalten, das mache ich nicht. Aber der hat jemanden umgebracht deswegen, der hat jemanden deswegen... getötet. Das ist nicht sehr cool von dem. Und ich bin unparteiisch. Mir ist es egal, wer gewinnt den Krieg. Und das geht's nämlich nicht. Oh Gott. Okay, ich lass ihn gehen, behalte aber das Medikament und bring's zu den Nilfgaarden. Kann er nicht die Hälfte davon nehmen? Nimm dir eine Handvoll und den Rest bring ich hin. Machen wir es so? So geht's wahrscheinlich nicht. Nee, man kann nicht einfach Leute umbringen und die ausrauben. Das war ein ganz normaler Händler, das war kein Soldat, das war ein Zivilist. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Okay, geh und ich behalte das Medikament. Du kannst gehen, aber das Medikament behalte ich. Nilfgaard wird dich sowieso finden und töten. Wozu es verschwenden? Nimm es und erstick dran. Es stimmt, was Sie lieber Hexer sagen. Was sagen Sie denn, dass wir wunderschönes, glänzendes Silberhaar haben? Es stimmt, was Sie lieber Hexer sagen. Das stimmt wirklich, ja. So, ach, du bist gar nicht Plötze. Mensch, ich erkenne mein eigenes Pferd nicht mehr. Ist jetzt die Quest abgeschlossen? Anscheinend. Okay, ich behalte die mir wirklich für mich. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gemacht, dass ich die Medikamente für mich behalte. Aber jetzt ist es passiert. Bei mir sind sie eh besser aufgehoben. Nee, Quatsch. Eigentlich hätte ich die wirklich zu den Nilfgaarden gebracht, weil warum nicht? Aber gut, jetzt gehen wir mal zum Jäger. Ups. Verzeihung. What? Plötze, was machst du denn? Ich habe echt nicht gelenkt. Das war jetzt Plötze ganz allein. Plötze. Ist doch verrückt.
Okay, wir müssen hier irgendwie querfeldein. Ich weiß nicht warum. Nein, jetzt müssen wir wieder zurück auf die Straße. Nein, jetzt müssen wir wieder querfeldein. Also diese Wegpunkte da oben, die spinnen auch ein bisschen. Hey, wir sind da. Mach langsam. Ruhig, Plötze. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier die Folge für heute mal beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.